So, dann begrüße ich Sie zur Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart. Wie immer begrüßen wir auch die Gäste, die uns jetzt über die Bildschirme in der Arena zuschauen. Hier oben bei mir Gästetrainer Alexander Zorniger und unser Chefcoach Markus Gisdol. Herr Zorniger, ich würde Sie bitten, mit Ihrem Statement anzufangen. Ja, guten Tag zunächst. Ich denke, es war aufgrund des Zeitpunkts ein verdienter, aber auch glücklicher Sieg. In der 89. Minute oder 90. sogar das 2-2 zu machen, ist immer grenzwertig, dann vor allem auch für den betroffenen Gegner, Trainer in dem Fall, dann der Markus. Deswegen kann ich nicht verstehen, dass er das ein bisschen anders sieht. Es hätte mir aber auch sehr gut gefallen, wenn man danach nochmal nachgesetzt hätte, mit der Riesenchance zum 3-2. Aber das klappt gerade eben nicht so ganz. Ansonsten finde ich, dass man uns die eine oder andere Schocknachricht diese Woche angemerkt hat im ganzen Spiel. Ich habe mir insgesamt eigentlich ein bisschen schnelleres Spiel gedacht, dass es zu dem kommen könnte. Waren dann aber nach einer Passivität am Anfang eigentlich ganz gut im Spiel und haben dann total unnötig die Elfmetersituation zum 0-1 bekommen. Ich gehe davon aus, ich habe es nicht gesehen, aber dass es einer war. Und haben dann eine ganze Weile gebraucht, ja, und waren da sicherlich auch nicht so aktiv wie in den letzten Wochen noch. Dann aber Hut ab, dass sie dann trotzdem das 1-1 gemacht haben und auch nach dem 2-1 nochmal zurückkommen sind. Ja, das wäre es eigentlich. Ja. Vielen Dank. Dann Markus, bitte mit einem Statement zum Spiel. Ja, wir wollten heute aus einem kompakten Mittelfeldpressing raus dem Gegner nicht in die Karten spielen, dass er seine viele Torchancen bekommen kann, wie es in den letzten Wochen oft der Fall war, weil die Offensive natürlich sehr gut ist von Stuttgart, egal wer spielt und auch die Spieler, die heute auf dem Platz waren. Ich denke, es ist uns in der ersten Halbzeit gut gelungen. Wir haben ein Tor gemacht aus einem Elfmeter, zweimal noch den Pfosten getroffen und dann, glaube ich, war die spielentscheidende Phase dann direkt nach der Halbzeit, als ich den Eindruck hatte, wir sind total am Drücker und der Gegner ist jetzt reif und wir haben natürlich 100% Chancen, die wir ganz schlecht ausspielen, wo wir den Sack zumachen müssen. Dann, glaube ich, gewinnen wir an Sicherheit natürlich und können dann mit Sicherheit mit 2 Tore Vorsprung viel besser das Spiel zu Ende bringen. Kriegen dann das 1-1 aus einer Standard. Kann mal passieren, sage ich. Sollte nicht, aber Standards sind auch manchmal da, dass man gegen ein Tor oder ein Tor schießt. Wir machen dann das 2-1 und ich dachte, letzte Minuten hatten wir ja zuletzt nicht so viel Glück. Wir bringen nochmal einen Abwehrspieler dann, um genau das zu verhindern, weil der Gegner dann sicher mit vielen langen Bällen in unseren 16er reinspielt und viel hohe Bälle. Wir bekommen den letzten Ball halt nicht und der Ball rutscht dann über die Linie. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil wir jetzt in der letzten Spielminute hier 2 Punkte hergeben, die wir eigentlich schon fast sicher verbucht hatten. Deswegen überwiegt jetzt gerade die Enttäuschung. Mit dem einen Punkt fange ich jetzt gerade nicht so viel an. Vielen Dank. Dann Ihre Fragen bitte und warten Sie bitte auf eines der Mikrofone, das von der Seite gereicht wird. Ulrike John, dpa. Herr Zorniger, können Sie vielleicht mal sagen, was mit Daniel Ginze genau passiert ist? Er hat einen Bandscheibenvorfall, also eine, fragen Sie nachher der Doc, aber eine im Halswirbelbereich eine Verletzung, die es wahrscheinlich notwendig macht, dass er auf jeden Fall in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommt, also in 2015, weil das Risiko doch relativ groß ist. Die gleiche Verletzung hat ihn vor 3 Wochen schon mal massiv beeinträchtigt. Da war aber diese Vorwölbung noch nicht so extrem. Jetzt drückt es deutlich auf den Nerv und da wollen wir überhaupt, aber auch gar kein Risiko eingehen. Das ist eigentlich sehr, sehr bitter für den Jungen jetzt gerade. Weitere Fragen? Herr Fürst, bitte. Herr Gisdol, war das Hauptproblem Ihrer Mannschaft, dass Sie nach dem 2-1 nicht in der Lage war, den Ball mal länger in den eigenen Reihen zu halten, sondern immer lang nach vorne, da kam permanent zurück? War das ein Problem, dass immer mehr Druck auf den Kessel gekommen ist? Viel Hektik zu dem Zeitpunkt in unserem Spiel, gebe ich Ihnen 100% recht. Wenige Spieler, die dann mit kühlem Kopf nach vorne gespielt haben, den Ball auch mal über mehrere Stationen zu tragen und zu halten. Deswegen war unnötige Hektik von uns auch im Spiel in dieser Phase. Aber
Wir brauchen uns ja nicht jetzt größer machen, wie es ist. Wäre das Spiel 2-1 ausgegangen, hätte jeder gesagt, ja, toll, habt ihr gewonnen. Und kriegst halt jetzt in der letzten Minute so ein Tor, dann musst du dich rechtfertigen. Das ist auch berechtigt, weil so können wir auch Tore nicht herschenken. Das ist zu einfach. Herr Klein von der Rhein-Neckar Zeitung. Ja, Gisdol, eine Frage zu den Außenverteidigern. Die letzte Szene, ich denke von der Entstehungsgeschichte her, muss man da nicht einfach einen Tick aggressiver sein? Also zweimal hintereinander sozusagen den Flankenball zuzulassen, das ist schon großzügig. Ja, gebe ich Ihnen 100% recht. Da müssen wir natürlich die Flanke unterbinden. Da sind zwei Spieler dran. Ich weiß jetzt nicht im Kopf, wer der zweite Spieler ist. Beide stehen sehr passiv drin, lassen den Gegner flanken. Aber deswegen muss der Gegner ja trotzdem im 16er, im 5-Meter-Raum fast, nicht dann noch frei zum Kopfball kommen können. Zumal wir ja genau deswegen noch einmal einen Innenverteidiger eingewechselt hatten, kurz vorher, damit wir da den Laden dicht kriegen. Mehr Personal kannst du dann auch nicht ins Zentrum stellen. Ja. Aber sollte nicht sein. Gibt es noch Fragen? Herr Hoffmann, Bild-Zeitung. Sie haben da so einen netten Jubellauf nach dem einen Tor gemacht. Wie war das, ganz spontan oder wie ist es da in Ihnen vorgegangen? Keine Ahnung, das kannst du nicht beschreiben, das passiert halt. Ja. Aber ich habe niemand gerempelt oder niemand erwischt da dabei. Ich hätte gerne diesen Jubellauf genommen, natürlich zum 2-1-Sieg, dann wäre es mir besser in Erinnerung. Jetzt ist egal. Herr Bauer, sich vielleicht die Trainer auch mal überlegen, ob sie ihre Choreografie auch mal machen. Ja. Ausdruckstanz. Herr Bauer. Herr Gisdol, das war jetzt das dritte Heimspiel, wo man in der Nachspielzeit oder in der letzten Minute dann die Gegentreffer kassiert. Man macht sich wohl viele Gedanken, aber an was kann es dann wirklich liegen? Ist das Konzentrationssache zum Schluss? Ist es Kraftsache oder ist das eine Kopfsache? Irgendeine Lösung muss ja geben. Es wird sicherlich nicht ewig so weitergehen, aber es sind dann auch Dinge in unserem Sport, die kannst du nicht erklären. Die kannst du als Trainer oder als Spieler auch nicht erklären. Mehr, wie wir heute gemacht haben, dass wir nochmal einen Abwehrspieler dann reinbringen, um wirklich den Laden zuzuschließen, das war nicht möglich. Ja, und deswegen, es wird sicher nicht die ganze Saison so bleiben, hoffe ich mal, sondern das wird sich dann auch mal drehen, dass wir in den letzten Minuten dann unsere Tore machen. Aber erklären kannst du es nicht. Herr Quast, Sport 1. Herr Zorniger, ist das für Sie in irgendeiner Form ein Fortschritt, den Sie heute sehen? Also unabhängig von diesem einen Punkt A und B, inwieweit war der durch diesen relativ seltenen Dreifachwechsel auch gegeben, dass dann auch Jan Kliemann reinkommt und die Bude gleich macht? Inwieweit hat das denn dieses Spiel des VfB komplett auf neue Beine gestellt? Ihr überfordert uns manchmal. Nochmal die erste Frage. Ein Fortschritt A. Ja, es war punktemäßig ein Fortschritt und sicherlich auch in den Comeback-Qualitäten der Mannschaft. Ja, da muss man sich nichts vormachen. Wir haben dieses Jahr schon viel, viel, viel besser innerhalb von dem, was ich mir unter Fußball vorstelle, Fußball gespielt. Aber da muss ich euch auch nichts sagen, ja, weil ihr schreibt es ja auch. Es geht schon zu einem klitzekleinen Stückchen auch um Punkte. Und deswegen nehmen wir den natürlich sehr, 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 sehr gern mit. Und inwieweit dieses veränderte Spiel, das der VfB dann auf einmal gezeigt hat, das ist ja auch nicht alltäglich, dass man einen Innenverteidiger rausnimmt und Dreifachwechsel, inwieweit das komplette Spiel des VfB verändert hat? Boah. Wir haben es 1-1 gemacht. Ich glaube, es war ein Impuls von außen notwendig. Ja, ob das ein Dreifachwechsel ist oder ob man irgendeinen Wahnsinnswechsel gemacht hätte, hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Aber ich denke schon, dass es ersichtlich war, dass vor allem halt auch durch das Fehlen von Christian Gentner, ja, der, wo, glaube ich, außen gar nicht immer richtig eingeschätzt wird, was für Bedeutung der für die Mannschaft hat. Ja, und mit wie viel Herz der gerade eben versucht, das Ganze wieder in die richtige Richtung zu biegen. Der hat gefehlt, dann hat Daniel Ginczek gefehlt, der das vorne nochmal machen kann. Ja, und dann musste man schon irgendwas was ganz Blödes machen. Ja, und da ist mir nichts Besseres eingefallen, wie einen 18-Jährigen zu bringen. Und Jan Kliemann, der aber schon andeutet hat in den letzten Wochen, und Schwabi war in der Trainingswoche so präsent, dass es für mich kein Risiko war, ihn einzuwechseln. Und ich glaube, das hat er dann auch bestätigt da hinten drin. Ich finde gerade, wenn man Ihre Worte aufgreift,
aufgreifen, wenn Sie sagen, Sie haben was ganz Blödes gemacht, dann haben Sie noch was ganz Blödes gemacht. Den Harnik, der gar nicht mehr berücksichtigt war, zuletzt heute aufgestellt von Anfang an, der war auch noch gleich Kapitän, hat nach hinten unheimlich viel gearbeitet. Wie sind Sie denn mit dem zufrieden? Ja, wie Sie es gesagt haben, ja, ich meine, die Binde kriegt normalerweise immer der, der in der Lage, also das, mein bestimmter Kapitän ist Christian Gentner, ja, und die anderen im Mannschaftsrat folgen in der Reihe, wie sie von der Mannschaft gewählt worden sind. Deswegen war Martin Harnik heute der Kapitän. Aber ich habe ihm schon klar gemacht, dass es heute nicht um ihn geht, sondern dass es heute um die Mannschaft geht. Und ich glaube, das hat er auch ganz gut angenommen. Ja. Martin wird niemals ein Serré. Ja. Er hat andere Qualitäten. Aber ich finde schon, dass er das sich zu Herzen genommen hat und für die Mannschaft sehr, sehr viel gearbeitet hat heute. Wäre eigentlich toll gewesen, wenn er gleich die erste Chance auch noch reingemacht hätte. Ja, aber da wollen wir doch nicht von unserem Weg abschweifen, den wir diese Runde eingegangen sind. Gut, dann kommen wir langsam zum Ende. Noch eine Frage, Radio Regenbogen, Tobi Becker. Herr Gisdol, die Frage des Kollegen würde ich Ihnen auch gerne stellen. War das heute ein Fortschritt, trotz des nur einem Punkt vom Spielerischen her? Dann wurden viele Chancen herausgespielt. War das ein Fortschritt? Ja, ich denke, unsere Mannschaft wird insgesamt schon stabiler. Ja, das, was sich in den letzten Spielen auch schon angedeutet hat. Trotzdem überwiegt jetzt die Enttäuschung. Ja. Da wollten wir zu sehr gewinnen, dass wir jetzt sagen können, mit der guten Leistung alleine sind wir zufrieden. Wir wollten die 3 Punkte machen, das ist nicht gelungen. Aber die Mannschaft wird stabiler, das sieht ja jeder. Gut, vielen Dank. Dann wünschen wir unseren Gästen guten Nachhauseweg und wir sehen uns hier wieder am 23. Oktober gegen den HSV. Dankeschön.